Hey, ich bin Roland für Mobile Geeks und was wir hier haben, ist das LG G-Pad in der 8.0 Zoll Version. Das ist also nicht der 8.3er, sondern nur die günstigere 8 Zoll Version, die gerade vorgestellt wurde. Wir haben ja 1280x800er Auflösung, ist also nicht besonders scharf, aber es reicht auf jeden Fall aus. Das Display ist relativ hell. Unter der Haube haben wir 1 GB Arbeitsspeicher und einen Snapdragon 400. Das ist der MSM 8926 mit 1,2 GHz und das Tablet ist 9,95 mm dick. Und ja, habe ich schon erwähnt, dass es 16 GB Speicher hat. Wenn nicht, dann habe ich es jetzt getan. Es gibt übrigens die Möglichkeit, den Speicher zu erweitern. Dazu ist hier oben ein SD-Karten-Slot verbaut. Daneben sitzt der Infrarot-Blaster, auch eine ganz nette Addition. Man kann also damit seinen Fernseher fernbedienen. Dann haben wir hier noch den Kopfhöreranschluss und eine 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Hier unten sitzen zwei ganz einfache Stereo-Lautsprecher. Ist jetzt in der weißen Version hier ein bisschen schwer zu sehen. Dann gibt es hier dahinter noch den Micro-USB 2.0-Anschluss und auf der Front noch eine 1,3-Megapixel. Kamera. Ist also ein Einsteiger-Tablet und sollte demnächst für ungefähr 200 Euro auf den Markt kommen. Macht einen ganz netten Eindruck. Der Akku ist übrigens 4200 mAh groß, wie man da unten vielleicht auf dem Specsheet auch nachlesen kann. Ja, und das war eigentlich nur mal ein ganz kurzer Blick auf das G-Pad 8.0.